Ich wollte eigentlich gar kein Video zum Bachelor, zur aktuellen Bachelor-Staffel machen, weil ich den aktuellen Bachelor eher unspektakulär fand. Bis zur letzten Folge. Da musste ich sofort meinen Notizzettel, mein Notizheft zücken. Weil da sind Sachen passiert, das war die cringieste Folge. Ich hatte Gefühle in meinem Bauch, die wollte ich nicht haben. Und da sind auch ein paar Sachen passiert, wo ich einfach sage, nein, darüber müssen wir sprechen. Wie heißt der Bachelor überhaupt? Basti, Sebastian, glaube ich. Ich fand ihn von Anfang an, hatte ich eher ein gemischtes Gefühl bei ihm. Ich dachte, es liegt vor allem daran, dass er einfach überhaupt keine Kamerapräsenz hat und es einfach nicht gewohnt ist, im Fernsehen zu sein und dadurch am Anfang super steif wirkt. Ist ja auch irgendwie verständlich, wenn das eine Situation ist, in der man noch nie war und einfach super unnatürlich rüberkommt, aber vielleicht sich das mit der Zeit auch so ein bisschen gibt und ein bisschen besser wird und ein bisschen halt sich so an die Situation gewöhnt. Aber ich glaube, das ist einfach sein Charakter, seine Persönlichkeit, dass er einfach unangenehm ist. Oder halt einfach nicht so der lockere Typ, sondern eher die Sorte Mensch, bei der man sich fragt, ob da ein Mensch dahinter ist oder doch nicht. Ein Roboter oder Lizard People. Die vierte Folge, um die es heute geht, beginnt also mit dem Gruppendate. Da finde ich schon mal super, dass es einfach ein Typ ist, der weiß, wie seine Mädels, wie er ja immer so schön sagt, liebe ich ja auch. Aber das ist schon immer so, dass alle Bachelor die Frauen immer als Mädels betiteln. Der kennt die sehr gut, denn er nimmt natürlich auf so ein sportliches Wasserdate Denise mit, die sich auffragt, was da los ist. Ich dachte mir, hä? Hört er mir nicht zu? Oder erstens weiß er, dass mein Fuß so ein bisschen angeschlagen ist und zweitens habe ich ja gesagt, dass ich aufs Meer nicht wirklich will und schon gar nicht alleine ins Wasser im Meer, also da drehe ich durch. Sie hat einen verstauchten Fuß und Angst vor dem Meer. Ja, die nehmen wir mit. Gute Idee. Aber er ist ja auch ein absoluter Gentleman und sagt dann auch nochmal zu ihr. Du musst halt vorsichtig sein, nicht, dass du danach dann noch mehr Schmerzen ja. hast oder so. Also wenn er wirklich gestaucht ist. Wiederhole nochmal, also wenn er wirklich gestaucht ist. Na, also kann ja jetzt jeder so sich so einen Verband rummachen und so ein bisschen rumhumpeln und tun. Bist du dir sicher, dass der auch gestaucht ist? Ne, nicht kleines Mäuschen. Lieb ich ja schon mal, wenn man nicht ernst genommen wird. In der Villa wird dann heiß diskutiert das Thema, was auch die Folge, den weiteren Verlauf der Folge sehr stark beeinflusst, nämlich Küssen. Wie viele Mädels hat er wohl schon geküsst? Ich glaube, er hat schon so fünf Mädels geküsst. Es sind, glaube ich, aktuell 4, also sie liegt gar nicht so weit davon weg. Diana hatte bis jetzt einen Abschiedskuss mit Basti, also wirklich nur zum Abschied ein kurzer Kuss. Man hat das Gefühl, dass sie jetzt das so ein bisschen bereut, beziehungsweise einfach verunsichert ist. Aber ich sag's dir ehrlich, ich mache mich ja auch nicht vor der Nation zur Lachnummer, Alter. Wie nennt man das? Wandertrophäe oder so? Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, dass man vielleicht nicht eine von vielen sein möchte. Aber wir müssen uns auch immer noch zurückerinnern, was das für ein Format ist, bei dem sie sich alle wissentlich angemeldet haben. Und es ist keine große Überraschung, es ist halt der Bachelor. Und ich muss sagen, der Basti, ich glaube, der hat schon ordentliches Tempo von Anfang an zugelegt, dass er wirklich schon... Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es im Vergleich mit anderen Staffeln ist, aber man hatte das Gefühl, dass er recht früh schon mit dem Küssen angefangen hat. Aber im Vergleich zum amerikanischen Bachelor, den ich auch eine Zeit lang geguckt habe, ist das gar nichts. Da wird in der ersten Sendung schon geküsst. Da gab es schon eine Staffel, wo die in der ersten Sendung schon die Eltern besucht haben. Ich kann es aber, wie gesagt, nachvollziehen, dass man vielleicht dann irgendwie das nochmal so überdenkt, wenn man dann wirklich in der Situation drin ist und sich das vorher vielleicht gar nicht so richtig vorgestellt hat, wie man damit umgeht, dass man dann irgendwie eine von vielen ist. Mit Diana hat er dann auch ein Einzeldate und das finde ich eigentlich total die süße Idee. Da merkt man auch so ein bisschen, dass er irgendwie auch eine sehr nette Art und eine weiche Seite und was Authentisches irgendwo zwischen dem ganzen unangenehm Aufgesetzten verbirgt sich auch irgendwie so was Liebes und Witziges, weil die werden so älter geschminkt und dann treffen sie aufeinander und ich finde, das ist total süß. Das war der einzige Moment in der ganzen Folge, wo mein Herz so ein bisschen weich geworden ist. Wow. Als sie sich dann auch so im Spiegel sehen und so, brechen die nochmal total ab und das wirkt alles sehr authentisch. Was ich
auch sehr an diesem Date liebe, ist, dass sie einfach in Mexiko bei 30 Grad in Hemd und so Weste und Pulli und was weiß ich was gesteckt wurden und absolutes Schwitzen anfangen. Ja, das wünsche ich mir auch sehr, schon immer. Anna auch sehr wohl und ist ein sehr intelligentes Mädchen, hat das Herz am rechten Fleck. Jetzt kommen wir aber zu dem Gespräch, das ein bisschen unangenehmer wird, aber auch wichtig ist, denn Diana liegt etwas auf dem Herzen. Jetzt, wenn du die Mädels zu so Einzeldates da hattest, dann seid ihr ja auch, euch ja auch näher gekommen, ne? Und hast du das dann vor, so weiterzuführen, als sein, dass du mit am Ende 8, 9 Frauen hier rumgemacht hast oder so? Also, Sein Blick ist so richtig. Was willst denn du jetzt von mir? Hallo, ich bin der Bachelor. Dann tritt er aber in das größte Fettnäpfchen, wo er reintreten kann, denn er bezeichnet sie als Partygirl. Und du sagst auch, du machst noch gerne, sehr gerne Party. Ach so, also hast du jetzt so einen Partygirl-Stempel auf mir? Hatte ich anfangs, jetzt nicht mehr, ja. Aber ja, hatte ich bei dir. Ah, das ist aber auf der anderen Seite, du bist. Ah, das ist ja interessant. Dass ich gerne feiern gehe, was ja auch keine Sünde ist. Also bei aller Liebe, ich sage ja nicht, dass ich gerne Menschen ermorde oder Tiere quäle. Wenn ich mir die Reaktion angucke, merkt man einfach, dass er da einen sehr wunden Punkt getroffen hat. Ich finde, sie reagiert da so ein bisschen über, aber ich kann das natürlich auch verstehen, wenn man das vielleicht öfter anhören muss oder so, dass immer Partygirls oder wenn man gerne Party macht, dass man dann irgendwie keine richtige Partnerin fürs Leben sein könnte oder dass man dann leicht zu haben ist oder was weiß ich, was da für Klischees in der Welt rumirren. Das ist bestimmt sehr nervig. Ich finde es gut, dass sie da ihren Emotionen freien Lauf lässt. Es wirkt aber auch ein bisschen sehr hart gekränkt. Immer in meinem Herzen gerne feiern gehen. Das ist doch schön. Findest du? Ja, ich finde es schon schön. Ich finde es bombastisch. Und ich zahle dein Maul. Also die ganze Stimmung über dieses Date ist super angespannt. Die haben auch super wenig Blickkontakt. Also ich habe das Gefühl, die gucken sich gar nicht richtig an und weichen sich eher so ein bisschen aus. Und es wirkt alles sehr unharmonisch. Aber ich habe das Gefühl, dass Basti das so gar nicht wahrnimmt. Jetzt habe ich eine andere Seite nochmal von dir kennengelernt. Hast du das? Also ich glaube, den Stempel kann ich abwischen. Ja, das will ich aber hoffen, Basti. Ja, bist du sonst sauer? Nein, ich nehme dir das auch gar nicht böse. Ist ja gut, dass du es nochmal ansprichst. Nein, ich bin gar nicht böse. Meine Stimme ist gerade nur eine Oktave höher gesprungen, weil ich das überhaupt nicht böse nehme. Und dann kommen wir natürlich zum Abschied, wie ich erwähnt hatte. Es gab einen Abschiedskuss. Und man fragt sich jetzt natürlich, wird es einen weiteren Abschiedskuss geben? Schlaf gut. Du auch. Bis dann. Ciao. Und wenn man sich ihre Reaktion zu Beginn anguckt, weiß man... Nein. Okay, tschüss. Basti hätte sich das vielleicht anders vorgestellt. Ich habe es danach dann auch etwas bereut, dass ich ihr keinen wenigstens Abschiedskuss auf den Mund gegeben habe. Sie hätte dir keinen Abschiedskuss gegeben. Hast du die Signale? Hast du die nicht gesehen? So, das war nicht so, dass du gesagt hast, ach, nee, ich möchte jetzt eigentlich gerade nicht. Mm-mm. Sie hatte überhaupt keinen Bock auf den Abschiedskurs und sei froh, dass du dir diese Abfuhr nicht geholt hast, sondern auf Distanz geblieben bist. Das wäre sonst sehr unangenehm gewesen. Aber wir haben ja noch ein weiteres Date. Zeit, sich da die Abfuhr zu holen. Und zwar bekommt Linda noch ein Einzeldate. Das ist auch nicht ihr erstes Einzeldate. Ja, ich sag mal so, die Hoffnungen sind groß, dass da was läuft. Fühlst dich gut? Ich bin mega entspannt. Also. Ich auch. Bin mega entspannt, ist mega angenehm gerade. Ja, wir nicken uns einfach zu, weil wir so entspannt sind. Meine Nackenmuskulatur ist auch so entspannt. Ja. Und dann kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Sie nähern sich an und Linda duckt sich weg. Und an seinem Blick sieht man sofort, dass es nicht das, was er sich erhofft hat, aber er versucht es einfach zu überspielen. Nach der Massage habe ich versucht, die Linda zu küssen und das hat sie nicht zugelassen. Sie hat ihren Kopf runtergelegt oder kam mir entgegen und wir haben uns dann nur umarmt, was auch ganz schön war. Kein Problem. Gut, dass das auch auf Kamera ist und ausgestrahlt wird von ganz vielen Leuten, weil es war gar nicht unangenehm. Aber das ist natürlich noch nicht alles vom Date, sondern es ist ja ein ganzer Tag, erstreckt sich dieses Date. Gott sei Dank, ich wüsste nicht, was wir ohne diese ganzen Cringe-Momente machen würden. Und es geht direkt in Deep Talk und sie reden darüber, ist dir dein Aussehen eigentlich wichtig? Und Linda zeigt sich einfach von ihrer emotionalen,
von Tiefgang. Wir gehen mit ihr auf Tauchgang. Es wird deep. Schönheit ist vergänglich. Das ist so ein Spruch. Ich wusste nicht, dass man den als erwachsene Person noch bringt, dass das überhaupt noch jemand sagt. Aber falls ihr es nicht wusstet, Schönheit ist vergänglich. Und wie reagiert man darauf? Habe ich schon mal gehört, habe ich schon mal gelesen in der Bunte. Ich mag das nicht, wenn Leute so auf Pseudo-Deep tun und dann einfach nur so Instagram-Sprüche vorlesen. Macht es nicht. Aber es muss ja nicht bei uns ankommen. Hauptsache der Bachelor. Ich kann da richtig fühlen, was sie spricht. Wenn er fühlt, was sie spricht, was habe ich dann noch zu sagen und zu fühlen? Nichts. Es ist halt schön, dass er auch so ein positiver Mensch ist, weil es leider viel zu viele negative Menschen auf dieser Welt gibt. Leider gibt es so viele negative Menschen auf dieser Welt. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr auch Optimist seid. Dann fallen endlich die Hüllen. Es geht in den Pool. Und wer jetzt denkt, das Kussthema ist abgehakt, den muss ich leider enttäuschen. Wie ist es so mit so Nähe mit mir? Fühlst du dich wohl bei mir eigentlich? Würde ich mich unwohl fühlen, würdest du es definitiv merken. Also. Ja. Fühlst du dich eigentlich wohl bei mir? Fühlst du dich eigentlich wohl? Fühlst du dich wohl? Nee, ich würde es dir schon zeigen, wenn ich... Okay, ja. Okay. Fühlst du dich eigentlich wohl? Fühlst du dich eigentlich wohl? Was ist das? Der pirscht sich wie so ein Krokodil an, das jetzt gleich zuschlägt und seine Beute frisst. Aber der Bachelor ist natürlich ein ganz smoother Typ und stellt nochmal die subtile Frage. Wie wichtig ist dir eigentlich so Küssen eigentlich? Eigentlich schönes Wetter, ne? Aber wie eigentlich ist dir eigentlich das Küssen, ist es dir eigentlich wichtig eigentlich? So, willst du danach noch was essen? Aber nochmal kurz eigentlich das Küssen? Eigentlich wichtig oder? Ich möchte halt nicht eine von vielen sein. Okay. Sie möchte nicht eine von vielen sein, sagte sie und bewarb sich beim Bachelor. Du würdest niemals im Date küssen. Gut, dass er nochmal kurz nachgefragt hat, weil, also nochmal kurze Frage, war das jetzt ein eindeutiges Nein, war das jetzt ein niemals Nein oder war das so ein vielleicht? Im Normalfall küsse ich eher so nach dem dritten Date. Aber das wäre heute unser drittes Date. Ah, da hat er eine kleine Lücke erfunden. So, sie sagt so, na, Normalfall drittes Date. Ah, das ist doch das dritte Date. Komm mal zu Papa. Finde ich aktuell halt einfach nicht passend. Sie findet es aktuell nicht passend, er. Ich glaube, es hätte keinen besseren Zeitpunkt mehr gegeben. Sie sind sich einig. Man könnte jetzt denken oder auch hoffen, dass sich das Thema endlich erledigt hat, weil sie eindeutig gesagt hat, dass sie jetzt nicht küssen möchte. Aber nein, Basti ist noch nicht fertig. Und was denkst du dir jetzt gerade? Genieße einfach den Moment. Oder denkst du dir, ja, ich hätte ihn jetzt doch gern geküsst. Also, komm, sei ehrlich. Das hättest du schon gerne gehabt, ne? Denk nochmal drüber nach. Ich weiß, denken ist nicht so deine Stärke, aber denk mal nach. Du musst es nicht sagen, deine Augen sagen das schon. Ja, ja, würdest mich schon gern küssen jetzt, doch. Das Date wäre auch das erste Übernachtungsdate in dieser Staffel gewesen und es ist das erste Mal, zumindest, dass ich mich jetzt gerade daran erinnern kann, dass, wenn ein Übernachtungsdate angeboten wird, abgelehnt wurde. Also es ist zumindest jetzt, wahrscheinlich ist es schon mal passiert und ich bin falsch, aber es passiert eher sehr selten, würde ich sagen, dass kein Übernachtungsdate, dann, also dass sie nicht zusammen übernachten. Aber da sie sich nicht geküsst haben und so finden die das unpassend und deswegen wird nicht gemeinsam übernachtet, sondern nur gefrühstückt. Und man könnte jetzt schon wieder hoffen, dass das Thema endlich durch ist. Aber nein. Wenn wir das Thema wegen gestern nochmal ansprechen, mit dem Küssen, hast du drüber nachgedacht eigentlich? Was ist das für eine Frage? Hast du drüber nachgedacht eigentlich? Hast du eigentlich mal drüber nachgedacht, was du da gestern abgezogen hast? Du weißt ja, die Zeit hier ist sehr, sehr knapp. Und ab jetzt folgen einfach nur noch so Sprüche, die total unter Druck setzen, die total unangebracht sind. Sie hat gesagt, sie will nicht küssen. Warum musst du ihr jetzt Sachen vorwerfen? Und ich verstehe das nicht. Deswegen habe ich dich hier eingeladen und habe extra gewartet, weil ich wusste, ein Übernachtungsdate wird es geben. Man merkt einfach, dass er hardcore gekränkt ist und halt auf diesem Kurs eigentlich so sehr besteht. Und genau auf dieses habe ich gewartet, dass ich dich hier näher kennenlerne. Und versucht halt einfach, ihr jetzt so ein komplett schlechtes Gewissen einzureden. Das akzeptiert es doch einfach, move on. Ich wusste ja aber und auch nicht, von vornherein nicht, dass es hier ein Übernachtungsdate wird. Irgendwo hätte man sich das ausmalen können, bis abends im Hotel bleiben und du bist doch ein kluges Mädchen. Und an dem Punkt, da bin ich echt raus, da kriege ich so einen Hals, weil das erinnert einfach
komplett an so eine Situation, wo man sagt, hey, das hättest du doch denken, du musst doch jetzt hier nicht so zweideutige Signale senden. Wenn ich sage, willst du noch mit mir hochkommen, dann, du bist doch ein schlaues Mädchen, dann weißt du doch, was passiert. Wenn ich sage, willst du einen Kaffee trinken, dann heißt es doch nicht, dass du einen Kaffee trinken willst, sondern, versteht ihr, was ich meine? Das ist so, er versucht jetzt gerade, ihr zu sagen, das, was sie gemacht hat, ist falsch und dass es ihre Schuld ist, dass es jetzt keinen Kuss gab oder dass das... Und dass das vor allem verwerflich in irgendeiner Welt sei, weil er das ja verdient hat oder irgendwie Anrecht darauf hat. Warum? Linda, was machst du? Tja. Wie, was macht sie? Was machst du denn, du Vollidiot? War nicht sehr traurig. Das hat mich ein bisschen belastet gestern, muss ich ehrlich sagen. Ach so, stimmt. Du bist ja jetzt das Opfer. Und du fandest es sehr, sehr traurig und belastend. Oh, Mann, hast du dann nach Mami angerufen und dich an der Brust ausgeweint, oder? Ja, mal schauen, was die Zukunft so mit sich bringt. Ich werde gespannt sein. Ja, du sollst auch dran arbeiten, wenn es dir wichtig ist. Woran soll sie arbeiten? Ich hoffe, das ist einfach ein Satz, den die aus dem Kontext geschnitten haben. Woran soll sie arbeiten? Dass sie ihn nicht küssen möchte? Und dann beginnt auch die Nacht der Rosen und da merkt man sofort, dass der Bachelor echt gerade ein großes, großes Ego-Problem hat. Denn er fängt sofort an mit... Wenn ihr euch für mich interessiert, dann könnt ihr auch Gas geben. Zeigt mal, was euch so begehrt, wenn ihr Bock auf mich habt, mich näher kennenzulernen, dann sehr gerne. Dafür bin ich hier und würde mich freuen, wenn die eine oder andere auf mich zukommt. Ja, ich habe nämlich diese Folge mit niemandem geknutscht und noch ein paar Abfuhren bekommen. Und deswegen müsst ihr euch jetzt einfach mal ein bisschen anstrengen und an mich ranwerfen. Denn ich bin hier der Bachelor. Er sucht dann das Gespräch mit Linda nochmal. Hast du mir irgendwas zu sagen oder so? Hast du mir irgendwas zu sagen? Möchtest du dich nicht bei mir entschuldigen? Hallo, Linda, ich bin hier der Jackpot. Warum rennst du mir nicht hinterher? Ich glaube, ich habe dir heute mein ganzes Herz ausgeschüttet. Was mich so bedrückt hat die ganze Nacht. Wie der jetzt eine auf Mitleid macht. Warum? Hat dir jemand dein Lolli nicht gegeben? So kommt es gerade rüber. Ich habe mich aber auch echt den ganzen Tag, ich habe mich den ganzen Tag auf den Lolli gefreut und jetzt bin ich echt verletzt, dass ich den nicht habe. Und dann muss ich jetzt nochmal auf dich zukommen, dass ich das von dir höre. Ich kann dich definitiv verstehen, aber ich war die ganze Zeit immer ich. Mir ist es aber auch wirklich wichtig. Und hier kommt eigentlich das beste Gespräch aus der ganzen Folge. Dass du ich bist. Also, dass ich ich bin. Ja, ich meine, dass du ich bist. Ja, ja, ich meine, dass du ich bist. Ja, ja, dass ich bin. Ja, ja, meine ich doch, dass du ich bist. Ich habe erst verstanden, dass er sagt, echt bist. Und dann dachte ich so, ja, okay, das ergibt Sinn. Aber nein, ich habe es ganz oft angehört und er sagt einfach nur, ja, ja, meine ich doch, dass du ich bist. Als ob so ich sein so ein Trademark-Wort wäre. Das heißt, dass du du bist. Aber gut, wem erzähle ich das? Er hat gerade andere Probleme in seinem Leben. Ja, Mirella? Lass ihn. Lass ihn einfach jetzt mal. Ich würde gerne mit dir weiter tanzen. Nein, jetzt ist Tanzen vorbei. Nee. Jetzt brauchst du mir den Lolli auch nicht mehr hinstrecken. Ich habe jetzt nämlich gar keine Lust mehr da drauf. Ich gehe jetzt in mein Zimmer und ich weine jetzt ein bisschen. Ich will nicht tanzen. Schon gar nicht mit dir. Ich hätte gedacht, dass die Linda zu Beginn der Party heute auf mich zukommen würde. Ja, du, ich hätte auch gedacht, dass du vielleicht ein ganz anständiger Kerl bist. Das hat mich schon irgendwo zum Nachdenken gebracht und hat mich auch ein bisschen verletzt. Oh mein Gott, der Arme, der ist so verletzt. Merkt ihr, wie verletzt er ist? Ich hoffe, der kommt drüber hinweg. Ich bin mir nicht sicher, ob er es schafft. Und dann fragt man sich natürlich, bekommt Linda trotzdem die Rose? Und ich habe bis zum Schluss dran gedacht, er wird ihr 100% eine Rose geben, weil da wird RTL ihm spätestens raten, sei nicht das Arschloch, das ein Mädchen rauswirft, nur weil die nicht küssen wollte. Ja. Dass in dir sehr viel Interesse an mir steckt. Natalie. Und dann bekommt Natalie die Rose, die absolut noch kein Date, nichts, Gespräch, was auch immer mit ihm hatte, null. Und Linda muss gehen. Danke, dass du mich kennengelernt hast. Ich bin selbst geblieben. Ja, und fand ich sehr gut. Fandst du nicht, fandst du richtig beschissen, dass sie ich geblieben ist. Das hat dir gar nicht gepasst und deswegen ist sie gegangen. Aber er will das nochmal klarstellen. Was ich dir sagen kann und aufs Herz legen kann, das war nicht Grund des Kusses, den du mir verweigert hast. Wie redet der? Es war nicht Grund des Kusses, den was du mir verweigert hast. Sondern
Wir haben uns in der Sackgasse befunden. Ich habe da keinen Ausweg mehr gefunden. Das wollte er ihr einfach nochmal aufs Herz legen. RTL, könnt ihr nicht jemanden nehmen, wenn der schon so viel sprechen muss, jemand, der auch sprechen kann? Da wird es doch ein, zwei Exemplare von geben. Ja, also ich glaube, wir alle wissen, dass der einzige Grund, warum sie gegangen ist, gewesen ist, dass sie den Kuss, den was er ihnen verweigert hat, nicht gegeben hat. Versteht ihr? Und ich dachte so, ja, okay, jetzt kommen am Ende nochmal empörte Zusammenschnitte von den Kandidatinnen rein. Vielleicht wird es in der neuen Folge nochmal aufgegriffen, das weiß ich jetzt natürlich noch nicht. Aber dass man das zumindest zum Thema macht, dass es eigentlich ein richtiger Arschloch-Move von ihm war, sie jetzt deswegen rauszuschmeißen. Aber nein, RTL macht etwas und will eben ihren Hero, der Bachelor, der jetzt auch noch viele Folgen einfach auch beliebt sein muss, weil sonst gucken sich das die Leute nicht an. Und der Bachelor, die Bachelorette muss ja immer der oder die Gute sein. Und die Kandidatinnen, da sind dann Bösewichte irgendwie unterwegs, wenn man jetzt das so ein bisschen spinnt, die Geschichte quasi. Und wie schafft man das? Natürlich, indem man Linda als absolute Psychopathin darstellt. Wirklich zu 100% ich war und es sich nichts geändert hätte, außer ich wäre halt nicht ich gewesen. Ich bin zu sehr ich und ich möchte jemand, der es wertschätzt, dass ich halt einfach ich bin. Ich bin so. Ich bin einfach ich. Gut, wir brauchen jetzt nicht drüber reden, dass es echt auch ein bisschen weird ist, wie oft sie betont, dass sie ich ist und bla bla bla. Aber sie ist halt auch vielleicht so ein bisschen so eine Instagram-Sprüche-Frau. Letztendlich bin ich trotz dieses schrecklichen Zusammenschnitts oder vielleicht sogar gerade deswegen, weil ich habe es echt selten gesehen, dass die Extra so was fies zusammenschneiden, um eine Kandidatin, die eigentlich ganz normal rüberkam, nochmal so irgendwie als irre darzustellen. Und deswegen habe ich jetzt so, nee, jetzt bitte versucht gerade nicht die Rollen zu vertauschen und zu sagen so, sie ist diejenige, die ein bisschen ballerballer ist. Nee, der Typ hat einfach eine Abfuhr kassiert, konnte damit nicht umgehen, obwohl er 10 weitere Frauen da rumwuseln hat, die alle ihm zu Füße liegen, mehr oder weniger. Und damit kommt er nicht klar und deswegen wirft er die raus. Das ist, was passiert ist und das hat nichts damit zu tun, ob jetzt sie jemand ist, der sehr gerne ich ist. Ich finde, es vermittelt einfach die falsche Message und dass es überhaupt nicht mal angesprochen wird, wie daneben dieses Verhalten ist, finde ich ein bisschen schwach, gerade heutzutage diese Rollenverteilung oder dieses Versuchen von ich bin jetzt das Opfer, ich bin der arme Mann, der nicht bekommen hat, was er wollte, weil die Frau für sich selbstbestimmt entschieden hat, wie weit sie gehen möchte. Nein heißt nein, ihr habt immer die Wahl, egal wie viele Schritte ihr schon vorgegangen seid, egal, wenn ihr den auch zum Beispiel letztes Date schon geküsst habt und dieses Date aber nicht mehr küssen wollt, dann ist das vollkommen euer Recht. Ihr seid niemandem irgendwas schuldig. Wenn ihr irgendwelche Nacktbilder verschickt, heißt es nicht, dass ihr euch nackt in echt zeigen müsst. Wenn ihr einmal schon Sex hattet, heißt es nicht, dass ihr für immer Sex haben müsst. Alles. So, ihr müsst einfach für euch selbst entscheiden, was geht und was nicht. Und Grenzen müssen akzeptiert werden. Und ihr seid dann keine Psychopathin, nur weil ihr euch vielleicht auch anders entscheidet als der Durchschnitt oder der Mainstream oder viele. Das wollte ich einfach gesagt haben, das liegt mir sehr auf dem Herzen. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Gebt dem Video Daumen hoch und ich bin gespannt, wie die nächste Folge dann weitergeht. Ob ich nochmal was dazu machen muss oder ob sie es einfach unter den Tisch fallen lassen. Könnte ich mir auch gut vorstellen.